Was geht? Euer Moreno wieder am Stößel mit neuen Herausforderungen hier auf einem Donnerstag in Fortnite. So, neue Herausforderungen sind natürlich wieder am Start. Die Woche 5 müsste das sogar sein mit dem Miauzickel-Skin oder der Muskelkater aus Machenschaften. Da haben wir die neuen Herausforderungen und da sind schon wieder einige zu bewältigen. So, wir fangen dann mit der ersten Aufgabe an. Die heißt, dabei müssen wir ohne Schwimmen in einem Match müssen wir Coral Cove, Stack Checks und die Absturzstelle ohne einmal zu schwimmen besuchen gehen, wahrscheinlich in einem Match. Und das werden wir direkt auch mal machen. So, als erstes, wo wir hinfliegen, ist die Absturzstelle. Und die Absturzstelle, die findet ihr genau hier bei der kleinen oder bei der großen Insel. Da ist dann die Absturzstelle. Da werde ich mal eben schnell hinfliegen. Da ist auf jeden Fall ein Flugzeug gestrandet. Und da ihr jetzt schon immer hier seid, könnt ihr euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Holz mit einpacken. Wenn ihr nicht gerade in der Gruppenkeile seid. Denn wir müssen uns ja zu der anderen Insel jetzt rüberbauen. Wir dürfen ja auch nicht das Wasser berühren. Wir müssen ja sogar darüber, weil da ist Coal Core. Oder wie sich das jetzt spricht. Ich glaube, das sollte auch mit dem Boot gehen. Aber wir werden uns jetzt einfach mal ganz schnell darüber bauen. Und wenn ich mich darüber baue, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und gerne ein kostenloses, knackiges Abo. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr die Videos feiert. Und ich euch natürlich auch sehr, sehr gut weiterhelfe. Und da haben wir auch schon Cove besucht. Glaubt nicht, dass es das hier sein soll. Ich glaube, die Muschel da oben soll Coal Cove sein. Ihr könnt natürlich dann auch, wenn ihr in der Ruppenkeile seid, einfach mal schnell rüberfliegen. Das geht auch. Und ich zeige euch dann dafür den nächsten und den letzten Ort. So, der nächste Ort, der Stack Check, der befindet sich hier auf der kleinen Insel, ziemlich weit außerhalb der Karte. Einfach dahin fliegen, da ist auch schon ein Gegner, der hat sie auch schon besucht. Ich glaube, das geht alles gut in einer Gruppenkeile-Runde, also da habt ihr auf jeden Fall gute Chancen, alle drei Orte dann in einem Match zu besuchen und nicht das Wasser berühren, wichtig, nicht vergessen. Damit würde ich sagen, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und damit bin ich raus. Haut rein, bis in die nächsten Herausforderungen.